Hallo, freut mich, dass ihr wieder da seid. Heute ist Sonntag und ja, ich möchte drei Aktien wieder vorstellen, wie jeden Sonntag. Und ja, zum einen heute Warta. Sorry, der Kurs, der hängt noch ein bisschen. Ja, hier haben wir den Fall. Das ist auch wieder unter anderem Batterie. Genau, kennt ja wahrscheinlich jeder. Hier ist in der Vergangenheit eine Sequenz eingeleitet worden. Mein Güte. Die wir hier sehen in Orange. Und mit der blauen Sequenz wurde diese Bewegung dann korrigiert. Auch sehr schön. Hier bei 50 Euro. Und aus diesem Level heraus hätten wir dann auch die 100% erreicht. Das wäre jetzt hier durch Corona gewesen. Und da sieht man dann auch, dass News oder ja, Vorfälle wie zum Beispiel Corona oder sowas eben auch die Analysen bestätigen, wenn man richtig analysiert hat. Und ja, dann merkt man auch, dass man auf dem richtigen Weg ist. Sorry, das mit den Timeframes ist dann immer ein bisschen blöd, aber jetzt habe ich es wieder. Und jetzt hier untergeordnet befinden wir uns aktuell auch wieder in einem Korrekturlevel. Das heißt, wir haben hier ein neues Hoch gebildet. Warten. Hier haben wir ein neues Hoch gebildet und somit auch den Trend weiterhin bestätigt. Hier haben wir jetzt korrigiert. Hier bin ich eingestiegen. Und ja, das war wieder mal einer meiner Sniper. Ich bin hier eingestiegen und war eigentlich nie im Minus. Und jetzt ist hier eben wieder von der nächsten Aufwärtsbewegung, die Korrektur. Und wenn jetzt der Kurs hier reagiert, sehe ich hier dann schon auf jeden Fall dann die 151 Euro oder dann die 100% von meinem Einstieg oder dann eben auch hier oben als realistisch. Ich hatte jetzt letztens vom Mylons Meinung, ja, ich schaue diese YouTube vom Aktionär ganz gerne. Der hat letztens oder die Woche irgendwas mit 1000 Euro geschrieben bei Warta. Ja, aber da hat er auch gesagt, in den nächsten 10 Jahre oder 7 Jahre sieht er das als realistisch, wenn so ein paar Szenarien eintreten. Aber jetzt einfach mal hier rein charttechnisch aktuell würde ich dann hier oben das übergeordnete Ziel sehen bei 255 Euro. Und das würde ja zu dieser Strategie ganz gut passen, dass wir 100% machen und dann unser Risiko rausnehmen und quasi ein Leben lang investiert sind. Und ich denke mal, das ist eine ganz solide Sache. Aber ihr müsst natürlich wissen, ob ihr das aber dieses Invest machen oder eingehen wollt. Was hat das denn wieder für eine Werbung? Tut mir auf jeden Fall leid, dass das immer wieder auftritt und unsere Aufnahme hier stört. Aber das ist hier so der Sachverhalt. Also hier aktuell eine schöne Sequenz, korrigiert und ja, ich habe glaube ich zu viel eingezeichnet. Na gut, kann ich jetzt gerade nicht drauf reagieren. Dann hatte ich noch Akasol mir vorgenommen zu zeigen, weil die einfach sehr schön abgelaufen ist. Und ja, das war dann hier mein Closing die Woche. Unter anderem hier nochmal als zur Vollständigkeit halber hatten wir hier eine Sequenz, die blaue, die wurde dann bereits korrigiert mit der
mit der rosanen, die ihr Ziel hier oben hat. Ja, das sollte man nicht vergessen, wo unsere Ziele hier liegen. Die liegen hier bei 94 Euro. Aber auch hier, da ich gesagt hatte, bei den Lithium-Aktien, dass hier oftmals von einem High zu einem absoluten Low geht und dann ein neues High gebildet wird. Und das haben wir hier ebenfalls. Also ansonsten schaut euch nochmal das Video an von gestern, vom Samstag. Hier haben wir das Allzeithoch, sind hier runtergelaufen als aufs Allzeittief und seitdem sind wir hier und haben ein neues High gebildet. Genau, also das einfach mal, dass man das ein bisschen aus der Vergangenheit lernt und auch sich merkt, wie das hier so abgelaufen ist. Das heißt ja natürlich nicht, dass das immer so ist, aber ist auf jeden Fall interessant zu beachten, sage ich mal. Genau, hier haben wir dann das neue High gebrochen und dann der Aufwärtstrend. Jetzt wird hier wahrscheinlich eine kleine Korrektur eintreten, vielleicht sogar bis hier und dann mal schauen, wie das weiterläuft hier. Genau, Akasol, wie gesagt, hier schön mein Ziel abgearbeitet von 100% und ja, das war jetzt dann sozusagen meine zweite Aktie diesen Monat, die 100% erreicht hat. Unter anderem auch Fuel Cells. Ich zeige es jetzt einfach mal gerade, sehr spontan. Unter anderem auch Fuel Cells. Hier haben sich hier die Sequenzen aufgebaut. Die wurde korrigiert in der roten. Dann auch hier abgearbeitet. Diese Sequenz wurde dann wiederum korrigiert mit der gelben Sequenz und dann hatten wir hier dieses Spiel immer anlaufen den Widerstand, Rücksetzer anlaufen, tiefer, höher, hat nicht gereicht, runter, hoch, runter, hoch und dann hier in weitere Käufer eingesammelt, ist zwar nicht tiefer als hier gegangen, aber es hat ausgereicht. Wir hatten jetzt hier genug Käufer. Und haben dann jetzt hier sehr schnell, wirklich sehr schnell, das war innerhalb von 27. Oktober, sagen wir mal, wenn wir jetzt hier starten, 3. November, ja, bis jetzt 20. Oktober, ging das doch recht schnell, auch hier die 100%. Sogar drüber, ja, also hier in der Spitze 5 Euro. Schön auch hier wieder das Level abgearbeitet, aber das wollte ich nur mal kurz zeigen. Nicht, dass ihr sagt, über was redet er die ganze Zeit, welche 100% denn die ganze Zeit. Ja, das sind auf jeden Fall die zwei. Und dann heute noch Nordex. Nordex hat es auch geschafft gehabt, nee, am Freitag hier. Und dann wollte ich heute noch Gili vorstellen, beziehungsweise vorstellen nicht mehr, das habe ich ja bereits, aber den aktuellen Stand präsentieren. Wir haben hier schön ein neues Hoch gebildet, im Gegensatz zu diesem Punkt. Also das ist hier ist die übergeordnete Sequenz, die orangene. Die haben wir hier schön, hier befinden wir uns schön hier im Korrekturlevel. Und daraus sind wir jetzt hier gestartet. Wir haben hier ein neues Hoch gebildet und aktuell wieder ein neues Hoch. Das heißt, der Aufwärtstrend ist für mich aktiviert und man sieht auch, hier wurde jetzt diese Sequenz eingeleitet, die wurde bestätigt und daraus ist jetzt eine rote Sequenz entstanden. Und hier hat er jetzt bereits im Korrekturlevel reagiert und wird wahrscheinlich jetzt hier auch mein Ziel anpeilen und wieder die 100% erreichen. Das fände ich sehr schön, wenn das recht schnell abgearbeitet wäre. Wir würden auch hier dann ein neues Hoch generieren und ich denke mal, dann wird auch hier ein neuer Impuls entstehen. Ja, soweit auch noch zu Gili. Ich denke mal, das ist ein ganz gutes Update. Sonst gab es diese Woche jetzt nichts Außergewöhnliches. Ansonsten die Lithium-Aktien, die habe ich ja auch schon vorgestellt und ja, ah, ich habe gerade noch was. BioNTech. Einfach nur noch mal ganz kurz, wie das hier auch abgelaufen ist. Passt ja ganz gut.
Das ist mir jetzt gerade eingefallen, das war auch eine schöne Sache. Also hier die übergeordnete Korrektur. Daraus haben wir jetzt hier die blaue Sequenz, die ihr Ziellevel hier oben hat bei 124 Euro. Die wurde eingeleitet. Hier haben wir ein neues Hoch gebildet. Und zugleich, also wir haben hier schön reagiert. Und jetzt haben wir hier eine aus diesem wieder korrigiert. Und einen schönen Aufwärtstrend quasi generiert und peilen jetzt hoffentlich hier mal die 115 Euro an. Ja, das ist eine Spekulation von mir und ich habe hier schon bereits einmal die 100% gemacht, wer meine Stories verfolgt. Ich habe hiermit schon mal die 100% erreicht und mitgenommen dieses Jahr und ja, da jetzt der Kurs nochmal mir den Einstieg gegeben hat. Der hat ja hier dann nochmal quasi das, was ich hier an 100% mitgenommen habe, komplett wieder korrigiert. Und dann habe ich halt wieder den Einstieg gefunden. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich hier nochmal die 100% mitnehme. Dann war das wirklich erfolgreich. Ja, so viel dazu noch. Ich denke mal, der zieht jetzt dann hier hoch. Und ja, das wäre so meine Meinung. Ob ihr das macht, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das einschätzt für euch. Auf jeden Fall keine Anlageempfehlung, wie immer. Und die Einstiege. Beziehungsweise es wäre natürlich schön, wenn ihr euch auch hier ein bisschen an dieses System selber gewöhnt, beziehungsweise selber auch dann die Analysen macht. Aber das ist natürlich euch überlassen, ob ihr da den Willen zu habt, euch da rein zu arbeiten. Ja, also vielen Dank für das wiederholte Einschalten, sage ich mal, und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.